Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy aus der Duelist. Ja, im letzten Part haben wir ziemliche Probleme mit Ishisu bekommen und heute werden wir mal eine Ausnahme machen, was das eingesetzte Deck angeht. Ich habe offscreen mir ein Deck zusammengestellt und auch natürlich benutzt. Und möchte es dann euch heute im Duell vorstellen. Hier seht ihr es, Fabi Sams Deck. Es ist ein Krieger-basierendes Deck und ich hoffe, wir können damit Ishisu besiegen. Also ich habe wirklich gegen sehr starke Gegner damit nochmal gekämpft. Man kann ja nochmal so Rematches machen. Ich habe eins gegen Pegasus gemacht und gegen wen noch? Ich glaube gegen Mai. Und Pegasus hatte ein deutlich stärkeres Deck dabei. Und ich leihe jetzt mal Seto Kaiba mein Deck, damit er mal gewinnen kann. Weil ich empfand Kaibas Deck als sehr, ja, nicht sehr wohlwollend. So, was haben wir denn hier? Dein Gegner kann keine offenen Monster vom Typ Krieger als Angriffsziel wählen, außer diesen. Okay, dann würde ich gerne die amazonische Lehrling nehmen und Spiegelwand. Verdeckt und ich beende meinen Zug. Ich werde am Ende des Duells mal einen kleinen Einblick meiner Karten geben. Effekt. Wir der. Warte. Was macht denn die? Die Attacke jedes Monsters hat einen Angriff. So lange diese Karte halbiert. Okay, scheint eine permanente Karte zu sein. Dann wollen wir mal das tun. Greif mal an. Ein Spielgewand auf den... Okay, einmal zahle ich sie. 2200. Verdammt, die Karte ist teuer. So. Dann hole ich mal den Vollstrecker. Ich hoffe, es ist eine gute Idee. Und ich beende meinen Zug. Mal gucken, ob sie sich traut anzugreifen. ...10.000 Lebenspunkte. Läuft bei ihr. Okay. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Am Ende, falls diese Karte angegriffen hat und sich immer noch eine Zauberkarte... Das wird ein Last Resort Move von mir. Bisher habe ich nicht gerade das beste Deck, aber... Okay. Ah, warte mal. So, füge deine Hand ein normales Monster. Ja, machen wir mal. Zack, Nummer 1. Komm auf meine Hand. Und Nummer 2. Auf Wiedersehen. Und dann beschwöre ich die amazonische Weise. Die im Battle Mode. Ich hoffe, es ist keine Feinkarte, die sie zerstört. Yes. Und ich zerstöre die gute Karte hier. Und ich beende meinen Zug. Also ihr seht, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich das Duell bestreiten möchte. Natürlich weiß ich, dass sie ziemlich stark... Durch was hat dieses Viech so einen Angriff? So, wenn diese Karte, die du kontrollierst, in den Kamera belegt wird, kannst du die derzeitige Attacke von einem auf einen... Okay, hört sich schon mal... Diese Karte hat für jedes Monster vom Typ Fee auf... Oh, okay, gut.
Das ist eine miese Karte. Also sie hat wirklich richtig gute Karten. Ja. Und da ist es, glaube ich, schlau, dieser Karte das zu geben, damit wir noch ein bisschen Zeit haben. Aber jetzt gehen mir langsam so die Karten aus. Komm. Was passiert denn, wenn... So. Und ich beende meinen Zug. Okay, mein... Wie gesagt, mein Deck muss erstmal in Fahrt kommen. Okay, das war's wohl. Boah, 50 Lebenspunkte habe ich. Okay. Ja, jetzt keinen Kampfschaden aus Angriffen, bei denen diese werden. Keine Ahnung. Ich glaube, ich zeige euch erstmal gleich das mein Deck. Vielleicht könnt ihr hier noch ein paar Tipps geben. Ey, Ishizu, ne? Ich raste aus. Okay. Ich gehe mal kurz ein Deck ändern. Also, das hier ist mein Deck. Ich habe drinne Banner des Mutes, damit alle Monster, die ich kontrolliere, während deiner Battlephase einen Boost von 200 Angriff bekommen. Die Blitzklinge, damit meine Krieger schön ordentlichen Boost bekommen. Das göttliche Schwert. Kampfgeist. Also ihr seht, ich setze sehr viel auf Boost, was es hier geht, zu bewahrheiten. Dann um nochmal so ein... Ja, es hat jetzt leider nicht so viel gebracht, aber wenn ich mal viele schwache Monster auf dem Feld habe, kann ich ja notfalls diese Karte setzen. Raigeki, natürlich ein Standard im Jenen-Deck, aber ich glaube, auf Turnieren ist diese Karte verboten, oder? Ich weiß es nicht. Es gibt ja Karten, die verboten sind auf Turnieren. Dazu gehört, glaube ich, das Schwarze Loch auf jeden Fall. Schwarze Loch und noch eine Karte, aber ich weiß jetzt nicht welche. Schwarzes Amulett, um nochmal ordentlich zu boosten. Ja, um halt in auswegslosen Situationen es zu nutzen. Ich hätte es vielleicht im Duell gerade nochmal ein bisschen aufbewahren sollen. Spalt, um mein Monster halt aus dem Feld zu nehmen. Topf der Gier, um nachzuziehen, wenn es nicht so passend ist. Twister, um Zauber und Feinkarten zu zerstören. Lichtschwerter sind, verräterische Schwerter sind natürlich mit drin. Ja, um einen Krieger zu holen, der Stufe 4, kann auch sehr nützlich werden. Waghalsig Vorstürmen ist eine sehr gute Karte. Wiedergeburt natürlich und Überläufer selbstverständlich. Die Karte ist krass, aber ich muss nochmal lernen, wie man sie richtig einsetzt. Krug der Geher, um nochmal eine Karte sicherheitshalber zu holen. Magische Zylinder habt ihr in den letzten Duellen, glaube ich, genug gesehen. Mishizure. Genau, damit kann ich im Notfall, falls ein Monster von mir zerstört wird, nochmal von dem Gegner einen weghauen. Raigeki Brecher. Damit kann ich auch nochmal eine Karte auf dem Feld zerstören. Spiegelkraft, eine sehr, sehr gute Feinkarte. Spiegelwand, okay, ich habe jetzt die Lebenspunkte nicht mitgezählt, die ich da opfern muss. Aber ich denke mal, dass man sie taktisch in schwierigen Situationen sehr gut einbinden kann. Staubtornado ist auch so eine Standardkarte in jedem Deck. Dann habe ich an Monsterkarten den Axträuber, die Dunkelklinge, Empfängerkrieger, ich brauchte ein bisschen was Starkes. Fisch 3 Sterne ist ja ziemlich stark. Kageningen, das ist so ein Monster gewesen, was, ja, ich wollte ein reines Kriegerdeck haben. Deswegen habe ich ihn notfalls mitgenommen. Sollte ich eine stärkere Kriegerkarte bekommen, wird er rausgeworfen und durch diese ersetzt. Schwertkämpfer ist drin, Vollstrecker ist drin, Wächter des Labyrinths ist drin, wird auch dann ersetzt. Amazonische Blasrohrkämpferin. Die würde ich noch drinne lassen, also wenn ich was Besseres bekommen sollte.
wie zum Beispiel amazonische Kämpferin, amazonische Königin und amazonischer Lehrling. Also ihr seht, ich habe ein Amazonen-Deck, aber ich möchte auch gerne auf den Elementarheld-Zug dann springen, früher oder später, wenn ich die Karten habe. Deswegen habe ich Elementarheld Prisma drinne. Gebietischer Ritter habe ich, konnte ich noch, noch nicht so ausprobieren. Ja, Plünderer Hauptmann kann wertvoll werden, wenn ich ihn ein bisschen boosten könnte, weil dann dürfte er nur angegriffen werden und die anderen Karten werden, solange er draußen ist, ja, vor Angriffen geschützt. Zwillingsschildverteidiger, ja, wäre ganz hilfreich gewesen, aber naja. Sind das all meine Karten? Wenn ich fragen darf, sind das 40 Karten? Ja, sind 40 Karten. Ich weiß, ich könnte mehr nehmen, aber für mich machen jetzt andere Karten keinen Sinn, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich noch eine weitere Kriegerkarte, würde ich die nehmen, aber es gab keine, weil ich will schon das Deck so aufbauen, dass es thematisch passt und nicht, dass da irgendwer... Dunkler magischer Krieger, falls ihr... Ja, ist aber vom Typ Hexer. Kann man den noch rübernehmen? Nee, ne? Gut. Also das ist das Deck, mit dem ich spielen will. Ich will mal gucken, wie viele... Wir gehen jetzt nochmal im Rückkampf mit ihr. Ich hoffe, diesmal geht's besser. Also ich hatte mehr Chancen als mit Kaibas Decks in den... Mit Kaiba seinem Deck. In den letzten, ich weiß nicht, wie viele Duell ist das? Das vierte? Keine Ahnung. Ich glaube, die haben 50, ne? Ich habe damals immer gelernt, dass man mindestens 40 Karten oder maximal 40 Karten in seinem Deck haben darf. Ah, sie hat auch 40 Karten. Sehr gut. Okay. Ach, ich bin. Sie hat gesagt, ich darf. Okay, ich darf. Ja, dann wollen wir mal gleich loslegen. Das ist optimal. Und dann möchte ich gerne ihn ausrüsten. Und wir haben jetzt schon ein Monster mit 2000. Wir setzen die mal alle verdeckt. Und die Lichtschwerter setze ich noch nicht ein, erst wenn ich in einer brenzligen Situation bin. So. Nein, ich möchte die Licht... Nein, ich möchte die Lichtschwerter nicht aktivieren. So, alle Monster vom Typ Krieger, die du kannst erhalten, 400 Attacke, falls du ein anderes Monster. Cool, dann nehmen wir dich mal dazu. 1600, 2400 und jetzt geht's ab. Aua. Okay, gut. Aber warte, ich kann ja noch mit dir an. Lass uns mal den Effekt der Karte aktivieren. Dein Gegner kann keine offenen Monster vom Typ Krieger als Angriffsziel wählen. Außer diese Karte. Ach so. Ja, okay, gut. Nee, ich will keiner dieser Karten abwerfen.